Schönen guten Tag, liebe Malfreunde. Ich heiße Max Skoblinski und heute werden wir versuchen, eine weibliche Figur zu malen mit Hilfe des Spachtels. Und wie immer versuchen wir es schnell, ungezwungen und locker zu machen. Ich habe hier die Leinwand schon etwas vorbereitet, damit wir nicht so viel Zeit verbrauchen. Und wir fangen mit der Figur an. Unser Mädchen oder unsere Frau wird am Ufer eines Flusses oder eines kleinen Teichs oder Sees stehen, damit das ganze Bild etwas mehr nach Kunst aussieht. Und sie hat einen Hut auf. Wir fangen an, den Hut erstmal mit gebrochener Farbe und dem Spachtel aufzutragen, dort wo der Hut nachher letztendlich sein wird. Zuerst grundieren wir mal die wichtigen Stellen. Unsere Dame schaut erstmal ganz elegant in eine Richtung zur Seite. Ja, grundsätzlich tragen wir erstmal ein paar Schichten Farbe auf, um zu definieren, wo die Figur hin im Raum sein soll. Und benutzt auch immer das magische Instrument eures Fingers. Es hilft, die Linien weicher zu zeichnen und Sachen zu korrigieren. Unser Mädchen wird ein graublaues Kleid anhaben. Und da wir einen sonnigen Tag im Sommer malen, trägt sie ein offenes Kleid. Wir deuten also hier nur die Träger an. Und die zweite Hand oder den zweiten Arm. Und jetzt haben wir eine grobe Silhouette der Figur auf unserer Leinwand und können sie Schritt für Schritt komplettieren. Wir nehmen den Pinsel und definieren erstmal die Schattenseiten. Damit es besser zu sehen ist, hier bei der Kamera lasse ich das Licht gerne von links oben kommen. Das ist nicht, weil das Licht in der Natur immer von links oben kommt, sondern damit es einfach hier bei den Aufnahmen besser zu sehen ist, nutze ich gerne diese Seite. Das ist hier die Schattenseite dann. Ein bisschen Schatten in der Taillengegend. Und die Seite, wo das Licht herkommt, wird noch etwas heller. Können sogar hier den Schenkel andeuten. Warum wird eine weibliche Figur nach unten in der Malerei immer schmaler? Weil die Frauen und Mädchen die Angewohnheit haben, immer wie ein Modell zu laufen auf einer Linie. Und wenn man sie dann in Bewegung zeichnet oder malt, ist halt ein Bein von dem anderen, deswegen wird es nach unten hin schmaler. Und um den Schritt zu zeigen, ist das Bein, was näher zu uns ist, etwas heller und das hintere Bein etwas dunkler, weil dort die Sonne nicht mehr hinkommt. Und wir unterstreichen die Schatten noch etwas dunkler mit Hilfe des Spachtels. Die Arbeit mit dem Spachtel ist Arbeit auf gut Glück. Wir warten einfach darauf, dass wir die richtige Schichtfarbe erwischen und helfen ein bisschen mit dem Finger nach. Der Spachtel ist ein Instrument oder ein Werkzeug, das, wenn man es einmal beherrscht, alle eure Probleme lösen kann.
Wie halten wir den Spachtel? Wenn ihr ihn so festhaltet, dann passiert überhaupt nichts, dann klappt nichts. Wenn ihr ihn so festhaltet, dann gibt es sowieso außer Löchern in der Leinwand kein besonderes Ergebnis. Ihr haltet ihn so locker zwischen den zwei Fingern und er wird euer Freund werden. Und bei der Bewältigung der entsprechenden Aufgaben ein Helfer sein. Nur mit kleinen Berührungen. So, unsere Dame braucht natürlich noch ein paar Haare. In meinem Fall wird sie ein bisschen brünett sein. Und jetzt müssen wir natürlich auch den Hut noch etwas deutlicher machen, vor allem die Krempe, auf denen die Sonne drauf scheint. Und wir haben hier einen gelben Hut. Mit Gelb und Weiß zeige ich die Sonne. Die Farbe einfach nur dick auf die Leinwand auftragen. Die Schulter, auf die das Licht fällt. Der andere Arm, der zweite. So, und an den schwierigsten Stellen können wir ruhig auch einen Pinsel benutzen. Das Kleid wirft dort einen kleinen Schatten. Und um die Figur noch ein bisschen zu unterstreichen, heben wir die helle Seite mit dunkler Farbe hervor. Und bringen dadurch die Figur noch mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig benutzen wir die dunkle Farbe zum Korrigieren, falls die Figur nicht die richtige Form bekommen hat. Dasselbe mit dunkler Farbe machen wir am Arm und am Hut. Konfiguration der Hand. Und vielleicht hält sie sogar noch ihr Kleid in der Hand, kann man das gleich hier andeuten. Und das machen wir hier alles vollkommen locker und zwanglos. Da unser Mädchen am Wasser steht, so wie wir das am Anfang gesagt haben, grundieren wir jetzt eine Wasserfläche, vielleicht von einem Fluss. Und der Fluss bzw. Wasser ist eigentlich fast immer waagerecht. Und dementsprechend deuten wir hier auch die waagerechte Position an. Irgendwo fällt Licht auf das Wasser. Und wir denken uns eine Geschichte aus. Die ganze Zeit, wenn wir malen, denken wir uns einfach eine Geschichte aus. Je mehr ihr euch ausdenkt, umso schöner wird das Bild. Keine Angst haben vor Farben. Es soll richtig leuchtend, schön bunt sein, viel Farbe haben. Lieber zu viel Farbe auf der Leinwand haben, als zu wenig. Und jetzt haben wir die Wasserlinie und können den dunklen Hintergrund fortsetzen. Und das ganze Bild entwickelt sich gleichzeitig. Nicht nur die Figur erst fertig machen und alles andere
später, sondern wirklich alles gleichzeitig zusammen. Unser junges Fräulein läuft vielleicht über eine Wiese, dementsprechend brauchen wir im Vordergrund auch ein bisschen Farbe, damit wir Gras andeuten können. Und je dichter wir, je weiter wir im Bild nach vorne kommen, umso mehr erkennt man dieses Gras. Und es wird immer größer werden. Aber damit wir die Füße oder Beine unseres Fräuleins nicht zu stark einschränken, malen wir dort ein bisschen vorsichtiger drumherum. Und dann nehmen wir den Spachtel und machen einfach ganz eigenartige Bewegung. Wir schlagen mit dem Spachtel auf die Leinwand, um Gras anzudeuten, einfach ohne groß drüber nachzudenken, was wir dort machen. На передний план, практически не думая о том, что мы делаем. Единственное, что не забывайте чередовать темные пятна со светлыми. Главное, что не делайте это wirklich schnell und unregelmäßig. Самые большие Schichten der Farbe sind dicht am Blickfang unseres Bildes, also in der Nähe der Figur, die wir malen, um den Betrachter auch dorthin zu leiten. Nochmal, versucht es so zu machen, als wenn ihr spielt. Denkt euch nicht irgendwas Schweres aus, was es sein könnte. Versucht zu viel zu denken, wo was hinkommt, sondern einfach machen, wie bei einem Spiel. Может быть еще какие-то Vielleicht gibt es noch irgendwas im Hintergrund, keine Ahnung, Bäume oder Büsche oder was auch immer uns einfällt. Aber natürlich, da sie im Hintergrund sind, nur angedeutet. Der Betrachter wird es automatisch auffüllen, auch wenn wir es nicht alles konkret malen. Um den Fluss auch tatsächlich in Wasser zu verwandeln, müssen wir ein paar waagerechte Striche machen, kleine Wellen oder ähnliche Dinge andeuten auf dem Wasser, auf der Wasseroberfläche. Die ganze Fläche also einfach nur mit waagerechten Strichen aufbrechen. Man kann auch das Ufer noch etwas mehr definieren, Spiegelungen nach unten ziehen. Und noch einmal, versucht es so zu malen, als wenn ihr jemandem eine Geschichte erzählen wollt. Entweder euch selbst oder Kindern, Enkeln oder Nachbarn, Freunden. Und dann kriegt das ganze Bild auch einen Sinn. Noch ein bisschen dunkler. Ein bisschen Licht auf die Hand. Nochmal eine leuchtende Farbe für die Stelle, wo sie das Kleid festhält. Von links haben wir es jetzt mit dunkler Farbe unterstrichen, also müssen wir auf der anderen Seite unsere Figur auch noch etwas unterstreichen.
Und da wir hier das Kleid im Schatten haben, nehmen wir helle Farbe. Nehmt immer mehr Farbe auf die Palette, als ihr denkt, dass ihr zum Malen braucht. Dasselbe gilt dann für den Spachtel. Чуть-чуть больше всегда. Не жалейте краски. Тогда у вас получится яркая-яркая. Und dann entstehen auch tatsächlich richtig schön leuchtende Bilder. Что нам осталось? Нам осталось noch ein bisschen. Was brauchen wir noch? Выделить. Ein bisschen лицо. Den Kopf noch. Даже не само лицо, andeuten. А направление поворота головы. Nicht so sehr in die Gesichtsmerkmale gehen. Немножко выделить. Den Schatten unterm Kinn. Ein kleines bisschen Gegenlicht. Просто профилёчек. Немножко выделить свет на втором арм. Damit geben wir dem Arm auch gleich Richtung. Второй руки. Можно даже damit die Figur ein bisschen mehr räumlicher wirkt, kann man auch die Hand того, einfach ein bisschen einkratzen in das Kleid, wird die Farbschicht etwas dünner. Ну и можно посадить und dann im Vordergrund noch mal eine hellere Farbe oder ein leuchtend, auffallendere Farben. Vielleicht ist gerade noch Frühling, so dass viele Blumen blühen oder anfangen zu blühen. Einfach etwas dickere Farbschichten. Etwas dickere Farbtupfer. Das ist zum Beispiel etwas, was Monet sehr gerne gemacht hat. Dick mit Farbe aufgetragene Punkte findet man in fast allen seiner Bilder und sie sehen alle toll aus. Ich glaube, wenn man das möchte und sich auch ein kleines bisschen traut, das zu übertreiben, mit diesem Instrument genannt Spachtel zu arbeiten, dann kann man seine Arbeiten in diese märchenhafte Richtung aufwerten, mit wunderschönen Effekten. Ja, und wenn man möchte, kann man dieses Bild natürlich weiterentwickeln, aber immer schön dran denken, in diesem lockeren, ungezwungenen Stil weiterzuarbeiten. Und ihr werdet Bilder malen, die anderen Leuten einfach nur gefallen. Und je öfter man auf dieses Bild schaut, umso schöner wird es für einen, weil es keine festen Formen hat. Jedes Mal man was Neues in irgendeiner dicken Farbschicht entdeckt und damit viel Interpretationsspielraum in diesen Bildern ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich heute hier vorgeführt habe. Und dass es nicht ganz umsonst war, was wir hier gemacht haben. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.